Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Heaven, beziehungsweise heute zur dritten Folge des Umbaus. Und wir haben am Ende der letzten Folge festgestellt, dass es eigentlich schöner wäre, noch ein paar mehr Rampen zu haben. Gerade für den, ich nenne ihn jetzt einfach mal, viel Betrieb auf unseren Asphaltrampen. Wir haben ja den Plan gemacht, dass wir hier auf diesen 12 Rampen die Frachtflugzeuge starten und landen lassen wollen und hier auf den 12 dann doch die Passagierflugzeuge, dass wir das alles hier leer bekommen. Da gibt es auch gerade noch welche, die wir vertraglich abschließen können, also sowohl Passagiere als auch einfach nur Frachtflugzeuge. Aber wir haben halt nicht so viele Rampen dafür, dass wir dann hier 24 Einheiten an Rampen haben. Also 2x12. Deswegen wollte ich ganz entspannt zum Anfang, zum Ende der letzten Folge hier nochmal Rampen hinsetzen. Aber das geht natürlich nicht, denn wir haben die Einflugschneise und da sind die Rampen im Weg. Deswegen werden wir heute doch nochmal das alles irgendwie verschieben müssen, ein bisschen umbauen müssen, sodass wir hier nochmal 3 Rampen hinbekommen. Ich will auf 6 Rampen. Jetzt gerade haben wir in Summe nämlich 6 Rampen. Und wenn wir in unser Zeitplanfenster gucken, wir haben schon echt häufig, dass wir an die 6 rangehen. Oder dass wir 6 auch erreichen. Hier vorne finde ich gerade auch so 6, 6, 5 finde ich schon viel. Wenn man sich jetzt überlegt, dass hier 3 Flugzeuge landen. Und hier hinten natürlich, also hier 2 und hier hinten dann das dritte Flugzeug und die bis nach hier unten fahren müssen. Die sind ja Ewigkeiten noch unterwegs. Deswegen will ich hier die 6 Rampen haben und dann könnten wir sogar noch darüber diskutieren, ob wir diese Rampen einfach für sich nehmen. Also dass wir die hier gar nicht ans Straßennetz anschließen. Das müsste man dann nochmal überlegen, und das kann man sich dann auf jeden Fall noch mal überlegen. Okay, das heißt für uns jetzt allerdings auch, wir sind eh pausiert, perfekt. Kann ich die jetzt einfach so bewegen? Ich würde diese Rampen einfach noch mal davor setzen, oder? Also wir brauchen, es müssen beide weg, oder? Die meisten Flüge kommen ja eh erst morgen. Dann müssten wir das doch jetzt hier nochmal ohne Probleme hinbekommen. Wir müssen natürlich so ein bisschen auf unsere Kosten achten. Wir haben gerade 118.000. Allerdings haben wir auch nicht mehr so viel Sprit. Die Landebahnen sind vergleichsweise günstig mit 6.000. Aber wenn man so ein paar Wege zieht, da kommt man schnell auf eine bestimmte Summe angedacht. So, die müssen wir bestimmt alle nochmal ganz neu einsortieren, ja. Neu zu planen, 35 Flüge. Geil. Und das werden jetzt noch mehr. Dann benenne ich die aber gleich auch nochmal um, ne? Also wenn wir das jetzt eh hier so in einer Reihe haben, dann benenne ich die alle nochmal ganz von vorne um. Fracht haben wir. 2800. Wir könnten sogar diese Gebäude dann umplatzieren. Denn hierzu war auch mein Kommentar in der letzten Folge am Freitag, dass wir hier für die einfach dieses Gebäude nehmen, beziehungsweise ja, dann vielleicht noch ein Upgrade davon. Weil ich finde einen Parkplatz echt wenig. Weil hier können wir halt, also hier haben wir glaube ich 18 Flugzeuge gehabt und wir konnten noch welche annehmen. Da finde ich ein Flugzeug schon wenig. Aber ich würde hier auf jeden Fall nochmal eine normale Flughafenstation hinsetzen. Also halt so ein Gebäude, so ein fertiges Gebäude. Weil die Alternative wäre, dass wir selber was bauen. Aber das würde ich jetzt für hier, was haben wir jetzt hier drin? 32 Personen. Das ist glaube ich schon sehr viel. 35, ich glaube wir hatten noch ein paar, die noch weniger haben. Hier 18. Das finde ich, also dafür brauche ich es nicht. Deswegen da bei den Asphaltrampen würde ich dann wirklich nochmal mit den kleinen mit dem kleinen Gebäudeplan, mit den kleinen fertigen Gebäuden. Im Zweifel nehmen wir auch nochmal einen Kredit auf heute. Das ist mir dann heute auch
so ein bisschen egal, denn wir verdienen mittlerweile echt viel Geld und damals, als wir die Kredite neu hatten, war es eher existenzbedrohend. Das sieht heute ein bisschen anders aus. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir drei. Wege zwischen sind das drei. Oh, sogar nur einer. Also ein bisschen symmetrisch darf es aber schon aussehen, finde ich. Also genau drei. Okay, so ganz symmetrisch geht es nicht. Dann machen wir es so. Dann sind's jetzt, ist es jetzt ein bisschen weniger als drei. Aber ist ja gut für uns, sparen wir ein bisschen Distanz. Naja, ein bisschen Geld und damit ja Distanz. So, dann haben wir das. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Ja, die kann ich natürlich hier leider nicht vorher anbringen. Und das muss natürlich jetzt auch alles von der Entfernung passen. Drehen wir ruhig einmal das Ganze um. Aber wie weit muss ich jetzt weg von der Straße? Könnte ich das nicht... Müsste dann die Höhe sein. Könnte hinkommen. Perfekt, das hat schon mal geklappt. Achso, jetzt sind wir hier natürlich doch deutlich weiter weg. Oh ne, die ist nicht deutlich, das ist okay. Das ist okay, dann machen wir hier noch den zweiten Ausgang hin. Gut, dann haben wir da Landebahn Nummer 4. Dann... Und mit der drehen wir dann auch nochmal in die Richtung? Ja, warum nicht? Das Landebahn Nummer 5. Achso, jetzt müssen wir hier natürlich auch die Ausgänge machen. Das passt. Hier könnten wir nochmal einen Weg zwischen machen. Ja, dann haben wir noch einen in die Richtung. Achso, wir haben den Weg nicht gemacht, um zu wissen, wie weit wir hoch müssen. Da deuten wir ihn einfach mal so an. Wir haben ja gerade auch gesehen, dass wir da mehr Distanz hinbekommen. Zwischen. So könnte es passen. Oh ne, das ist schief geworden. Sind wir zu weit nach links gerückt. Ah, und er macht natürlich direkt alles weg. Noch sieht das Geld okay aus. Okay, das passt auch. Alles klar, haben wir da schon mal neue Gates am Start. Neue Rampen am Start. Gates machen wir jetzt. Das erstmal alles hier unten fertig machen. Ich frage mich gerade, wann der Punkt ist, dass wir je nachdem womit auch Geld verdienen. Nee, das sind halt, nee, wir müssen das hier alles noch anbinden. Drehen wir uns. Macht es Sinn, dass wir uns drehen? Um 90 Grad mit den Rampen.
Oder brauchen wir das gar nicht? Also, dass wir die Stadt so, dass sie nach oben zeigen. Die Straße hier wird ja bleiben. Obwohl, die könnten wir ja auch eigentlich runtersetzen. Es ist halt alles sehr kompakt. Ich möchte überlegen, wie es dann halt aussieht, wenn wir halt nicht so kompakt sind. Wenn wir halt dann... Na, einfach mal bauen erstmal, was ich so meine. Natürlich jetzt mit geringem Budget, weil wir nur noch bei 80.000 sind. Und ich noch ein paar Flieger gerne in der Luft sehen möchte. Wenn wir zum Beispiel so sagen... Kann ich dich nicht bauen? Habe ich dich zu nah dran gesetzt? Dass wir hier auch nochmal zwei Verbindungen haben, von unten und von oben, und dann hier dran gehen. Und dann ist nicht alles hier rüber. Also ne, jetzt haben wir alles hier hinten geballt und verteilt, aber wir können ja eigentlich die ganze Länge nutzen. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich zugeben. Ich weiß zwar noch nicht, also frage ich halt, wie lang wir werden. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu lang werden. Das könnten wir ja gucken, wie es halt geht. Hier kommen wir ohne Probleme hoch. Das klingt ja schon mal gut. Bei 6 Rampen hätte ich jetzt ganz simpel gesagt, gucken wir einfach, dass wir hier so ein paar Parallelstraßen haben. Und natürlich werden die hier noch alle dann verbunden. Zack, zack, dass sie auch alle, ne, abbiegen können und so weiter. Und hier einfach ähnliches Spiel. Geh du mal einen Ticken weiter. Und kann das hier weg. Das kann weg. Und hier haben wir noch genügend Platz für Rampen. Im Zweifel nehmen wir nochmal eine Reihe weg. Oder machen nochmal eine Reihe dran oder so. Dann haben wir da 3. Das auf der anderen Seite auch hätten mit 3 Reihen. Ich würde schon sagen, dass wir hier auch gucken, dass das hier ähnlich aussieht. Einfach mit 3 Bahnen, dass die Flugzeuge sich halt einfach nicht gegenseitig im Weg stehen. Danach müssen wir Geld verdienen. So, und diesen Rampen, es dürfte ja nichts sein. Da ist, glaube ich, gar kein einziges Flugzeug drauf. Die Rampen... Wo will ich die hinhaben? Will ich die vorne haben oder hinten? Ich glaube, ich würde die links gerne haben wollen, dass wir hier die Möglichkeiten haben für die ganzen Fahrzeuge. Das ist jetzt aber doof, weil die muss ich ja drehen. Dann müssen wir echt starten. Ja, die sind ja eh noch alle. Und du kannst erstmal bleiben. Die stören, sind die, die nah dran sind. Ja, eine sehr chaotische Folge heute. Kurz ein Screenshot, dann ist auch mal nochmal die Bauarbeiten direkt drin und nicht immer alles nachträglich. Ah, jetzt kann ich hier den leider nicht pausieren, dann kommt da doch ein Flugzeug. Dann müssen wir doch ein bisschen Play drücken. Kommt denn hier an? Da kommt er, okay. Ja, dann warten wir jetzt eigentlich auf das Flugzeug, oder? Das fertig ist.
Ja, und Sprit ist halt jetzt so ein Punkt. Also wir brauchen echt mal große Flugzeuge, die jetzt ankommen und uns Geld bringen. So, die 33.000, da hätte ich gerne, auch wenn ich weiß, dass das Sprit kostet. Dann haben wir Büroarbeit jetzt auch abgeschlossen, oder fehlt da jetzt noch das letzte? Okay, das heißt, Büroarbeit ist durch, Bau ist durch, Personal noch nicht, aber da würde ich jetzt einfach an der Stelle weitermachen. Passagierdienste wird dauern, da will ich mich jetzt gerade nicht nochmal reinfuchsen. Und 48.000 ist ja gerade auch nicht mehr viel Geld. Gucken, dass wir ein, zwei Rampen hinbekommen, dass die noch wieder aktiviert werden können für den kommenden Tag. Gleich geht das Geld weg. In den 24 Sekunden. Der Tanklaster mit dem Sprit kommt. Jetzt haben wir aber auch gerade hier ein paar Flugzeuge, die in der Luft warten. Das ist auch nicht cool. Auf jeden Fall an sein. Das ist ja ein bisschen Sprit da und 17.000 haben wir noch. Ah. Okay, dann forschen wir jetzt einfach immer weiter. Dann machen wir gerade mal so eine kleine Baupause. Ach, die Rampe ist nicht verbunden. Ja gut, dann machen wir das weg. Wie sieht es bei dir aus? Wie lange möchtest du noch warten? Posting nicht bereit. Moment. Weil da nichts drauf ist, glaube ich, kein Fahrzeug. So, Sprit geht wieder runter. Wir müssen da jetzt nebenbei ein bisschen arbeiten. Wir haben 81.000 an Geld. Dann holen wir uns mal eben 64.000 Liter. Dann ist das schon mal gebongt und funktioniert. Und wir können hier erstmal ein bisschen weitermachen. Also gebongt. Dann ist das schon mal vorbestellt. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt würde ich die, glaube ich, so drehen, dass die von unten nach oben gucken. Also sogar so. Das ist jetzt die Frage, fangen wir halt hier vorne an oder fangen wir hier an? Hier hätten wir natürlich jetzt Platz, um die Gebäude ein bisschen näher zu setzen. So, auf das Gebäude könnte ich mir sogar alle Gebäude hier vorstellen vom Platz her. Dann musst du halt in den Norden nochmal da dran. Wenn wir hier vielleicht mal einfach zwei Rampenplatz, zwei Flächen Platz lassen für das Flugzeuggebäude, das Flughafengebäude. Die Station. Ja, du bist ja selber gerade leider im Weg. Hier drei Rampen hin. Okay, ich würde die drei Rampen jetzt gar nicht einplanen. Die würde ich einfach nehmen für Flugzeuge, die auf Anfrage sind. Die drei hier. Weil die jetzt hier vorne sind. Und jetzt machen wir unsere Zweier rein. Und gucken, wie weit wir kommen. Wir haben ja genügend Rampen. Guckt euch die Anzahl an Rampen an. Dürfen jetzt halt nur nicht hier oben mit kollidieren und da habe ich gerade Sorge vor, dass das passiert. Da habe ich gerade Sorge vor. Wir werden das jetzt hier auch erstmal funktionsfähig machen, die erste Reihe.
Brauchen wir irgendwann mal drin Platz für Flugzeuge? Könnte Sinn machen, oder? Jetzt hier ein Taxiway längs baue, dann geht das noch da dran. Okay, perfekt. Das könnte sogar passen. Oder auch nicht, weil dann würde ich nämlich von hier vorne ich natürlich sind beide so ein ganz kleines bisschen im Weg. So, jetzt aber. Will ich nämlich von der anderen Seite auch anfangen, dahin zu bauen. Da können wir noch gucken, ob wir irgendwie nach... Ja, vielleicht auch wieder nach 6 einfach da eine Durchfahrt machen. Könnte auch sein, dass das heute eine etwas längere Folge dann wird, weil das würde ich schon irgendwie so halbwegs gerne abschließen bzw. zum Laufen bringen. Und ich glaube mit der Prognose, dass wir dann am Freitag uns nur noch ein bisschen auf die Passagiere konzentrieren müssen, um denen und die zuzuordnen an die Rampen, ja, da glaube ich nicht dran, weil die sind hier auch beide komplett im Weg. Aber dafür müssen wir vorher Geld verdienen. Was haben wir jetzt? Wir haben 6 und 7. Dann haben wir jetzt 2x 7 und hier könnten wir 3x durchfahren, theoretisch. Dann wären wir jetzt sogar größer als vorher. Oder wir packen die beiden Gebäude hier in die Mitte. Geht natürlich auch. Die werden wir überall brauchen. Die Idee finde ich echt gut. Hier in die Mitte kommen. So, natürlich muss das alles angebunden werden. Jetzt haben wir hier nur noch 6 Rampen, die irgendwo hin müssen. Könnte man auch hier vorne hinsetzen. Ach, das könnte passen. Aber vielleicht reicht ja auch die Reihe. Mit 7 bei der Fracht. Wir werden sehen. Machen wir dich mal eben aus. Dich können wir auch sofort umsetzen. Das wird nicht funktionieren, wir haben zu wenig Platz hier drin. Go, bis hier alle da sind. Beziehungsweise wenn wir das, die Lücke ja noch hier oben dann später hätten. Könnten wir da die Betankung reinsetzen? Ja, also wir könnten es bauen, aber wir können es nicht anschließen, weil wir die Straße nicht hinbekommen. Die wird da oben mit kollidieren, mit dem kleinen bisschen da. Und dann lasse ich dich auf jeden Fall schon mal da. Den Vorteil können wir ja benutzen. Den wir da jetzt haben. Dann verbinden wir das hier noch. Die ganzen anderen kleinen Wege, die machen wir... Bei Bedarf. Achso, jetzt hat er jetzt hier den Weg geklaut. Ne, das sah nur gerade so leer aus. Die habe ich jetzt gerade noch übersehen. Die hier, die 3. Müssen die natürlich auch Fahrzeuge bekommen. Das kostet natürlich wieder Geld. Aber das hast du erstmal. 1,6 kann man ruhig mal eben ausgeben. Machen wir dich an. Flugzeug auf Anfrage.
Flugzeuge auf Anfrage haben wir. So, und wie zählen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir zählen hier bei 99 runter. Ich weiß nicht, ob der mich das jetzt machen lässt, weil wir hatten, glaube ich, irgendwo mal 99. Jetzt geht die Zeit ein bisschen weiter. Nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Weil ich will halt noch die Flüge hier drauf bekommen. Wir können gerne 98, 98, 97, 96. Und 93 mal und dann jetzt erstmal die Flüge drauf. Weil dann kommen die nämlich am nächsten Tag und wir kriegen ein bisschen Geld. 93, so. 93 geht nicht, 93 ist dann wohl schon irgendwo vergeben. Dann suchen wir. Ja. Wenn einer den 93 sieht, einmal kurz einen Kommentar schreiben, dann sehe ich das. Ja. Haben wir nicht? Ich glaube 70 haben wir nirgendwo. Ach, doch, 70 haben wir. 55 geht. Okay, die funktionieren. Dann gehen wir jetzt noch einmal durch, machen die an. Flüge planen und das Fahrzeug muss da stehen. Das sind jetzt die beiden Sachen, auf die ich achte, dass wir die halt anmachen und dass die Flüge auf Flügeplan stehen. Und wir... Habe ich hier auch drauf geachtet? Ja. Dann auch arbeiten können. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal all die. Wir müssen 52 Flüge planen und können 35 gleichzeitig planen. Das klingt doch schon mal gut. Und jetzt können wir auf jeden Fall... Ja, wir können auf jeden Fall bis 6 gehen. Also vor 6 brauchen wir gar nicht aufhören. Achso, das sind alles so schöne, die nach hinten gehen. Die machen wir später. Denn wir haben echt viele, die immer tagsüber kommen wollen. Oder wir können ja auch 6 gleichzeitig kommen lassen. Dann haben wir natürlich da die 7 da rein. Oder wir machen mal 5 gleichzeitig. Dann haben wir noch Luft. So, schon eine 30 Minuten 45 Stunde Pause. Ich habe jetzt auch keine Lust, dass uns diese Aufträge verloren gehen, dadurch, dass jetzt irgendwie ein neuer Tag dann kommt. Deswegen, das will ich halt auch, die will ich halt auch jetzt hier eingeplant wissen. So, ersten 10 eingeplant. Also die natürlich auch, aber die ersten 10, die jetzt auch da sind, wo sie sein sollen. Okay, dann müssen wir... Gehen wir einfach mit morgens weiter. Nehmen jetzt erstmal alle, die wirklich eine Schicht haben, wo sie hin müssen. Also, Viertelstunde, 30 Minuten, dann ist das eine Stunde. Dann sind das die... Das sind die wenigen, die morgens kommen wollen. Ja, interessant. Nehmen wir die erstmal an. Nächste 4 weg. Gut, und jetzt... 1, 2, 3, 4. Und wir haben gerade 7 Gates zur Verfügung, die in meinen Augen soweit fertig sind. Ah, das wird nicht hinkommen. Dann werden wir theoretisch eigentlich noch mehr brauchen. Nehmen wir die lang? Ja, dann sind die weg. Moment. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir dich. Du bist noch lang. Muss jetzt ja nicht dieselbe Gesellschaft sein. Du brauchst noch viel Zeit. Mit dich noch so. Nächsten Flüge geplant. So, du kannst immer, du passt hier zwischen. So, und jetzt würde ich noch
kurze Flüge. Achso, da haben wir natürlich jetzt eine halbe Stunde Zeit nach vorne und nach hinten, aber da nachts nicht viel los ist, würde ich das jetzt einfach mal eben so handeln. Okay, das heißt, die Gates, die sind voll bis oben hin. Also sie sind wirklich krass voll. Das ist... Ja, da gibt's Arbeit. Da muss gearbeitet werden. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben hier noch einen langen. Und sonst eigentlich nur noch kurze. Dann setzen wir den langen irgendwo dann mal hin, wenn Platz ist. Okay, hier gehen wir auch mal... Gehen wir mal eine halbe Stunde raus. Aus dem Zeit... Ne, wir müssen irgendwie eine ungerade Zahl machen. Eine Dreiviertelstunde. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, ich muss mal gucken, wegen immer noch welche, die morgens kommen wollen. 1, 2, 3, 4. Geht das als morgens? Nee. Und wie viel fehlt denn da? Eins, zwei, drei. Ach, dann wollen die hier höher. Die einen kommen, die... Nee, das finde ich nicht gut. Dann müssen wir die anderen Rampen gleich doch nochmal anmachen. Für die Frachtflugzeuge. Eins, zwei... Brauchen wir hier echt eine Stunde Puffer zwischen? Eigentlich nicht. Halbe Stunde reicht, aber für die reicht es halt nicht. Achso, haben wir welche für morgens? Das ist jetzt nachts. Können die auch hinten noch eigentlich hin tun. Wir hätten die auch hier hin tun können. Was haben wir? Wollen wir nicht halbe Stunde Puffer machen? Haben wir auch eine halbe Stunde. Halbe Stunde, halbe Stunde. Jetzt müssen wir hier einmal gucken, wie sich das überschneidet. Ja, geht noch. Es sind ja gerade auch nur zwei Flüge, die dann kommen. Jetzt auch nicht die... Oh, da sind wir bei 9. Machen das einfach mal eben so. Dann nehmen wir noch... Ah, Nacht ist erst danach, okay. Dann hauen wir da nochmal zwei Nachtflüge rein und einen, der immer kommen kann, hier vorne. Okay, jetzt haben wir noch 8 zu planen und sehr, sehr viele, die nachts kommen wollen. Deswegen, die packe ich doch nochmal hier hinten hin. Jetzt sind wir flexibel. Jetzt reichen vielleicht noch 2 Gates und wir sind fertig. Ja, 2 brauchen wir. Das heißt, wir werden jetzt noch mit 92 und 91 weitermachen, dass wir die anschließen. Flügeplan anmachen. Flügeplan anmachen, Fahrzeug ist da. Also wir haben hier jetzt extra noch 7 Gates für 2 Flugzeuge. Ach nee, wir können ja noch welche annehmen. Aber, ja, müssen wir dann mal gucken, was haben wir denn jetzt hier, 91 und 85, aber das müssten wir jetzt dann ja eigentlich benennen können, weil dann benennen wir dich jetzt um in 92. Achso, jetzt weiß ich, ja, 91 habe ich doch gerade frei gemacht. Zeitplanfenster. Gehen wir jetzt auf die Höhe. Ja, wir gehen mal mit auf die Höhe. Gucken wir mal, wie viel das noch ist. Ja, ein Flugzeug zu viel. 7, dann haben wir 7 da oben. Das muss nicht sein.
gut, da haben wir auch einmal 7. Na, dann kriegst du einen kleinen Versatz hier vorne hin. Okay, das heißt, wir haben jetzt alle Flüge auf jeden Fall erstmal drin. Wir haben jetzt zwar jetzt schon 35 Minuten. Aber ich würde sagen, lasst uns doch trotzdem noch ein bisschen simulieren, dass wir nochmal irgendwie bis 0 Uhr oder sowas kommen. Dass wir nochmal irgendwie mal ein bisschen Geld sehen. Dass wir nochmal ein bisschen was für Sprit ausgeben. Aber auch von diesen Wegen kann es nicht genug geben. Ich glaube, die sollten wir auch einmal dann alle durchziehen für den kommenden Tag, dass das schon mal fertig ist. Ja, das geht leider nicht. Gut, dann ist das so. Gehst noch hier durch, bitte. Jetzt kommt nochmal weg. Okay, machen wir jetzt noch die letzten Arbeiten und dann ist Ende. Gut, dann müssen die, ja, einmal in der Mitte. Zack, zack, zack. Ihr seid angeschlossen. Hier müssen wir rüber. Achso, hier oben wäre natürlich jetzt eigentlich, wenn wir Platz uns nochmal beschaffen müssen, eigentlich auch schlau, wenn wir da nochmal einen zweiten Weg hätten. Einmal für die, die hier hin, die wir raus wollen, einmal für die, die kommen. Aber das ist ja nichts, was wir jetzt nur komplett bauen müssen. Also überall anschließen müssen. Ich würde es nur einmal hier durchziehen, dass wir es schon mal haben. Zumindest die Knotenpunkte angeschlossen sind. Dann können nämlich die einen nämlich hier so theoretisch wegfahren und oben können die anderen kommen. So, und jetzt aber. Ja, Flieger nehmen wir alle dankend an. Haben wir jetzt 80.000. Geben mal ein bisschen was aus. Hier unten ist natürlich jetzt echt viel. Hier unten wird es dann auch rucken und alles. Ich glaube, ich speichere einmal ganz kurz zwischen. Was wird, das ist ja wieder dann gleich Folge 34. Ich bin echt mal gespannt, wie viel Geld wir dann heute gemacht haben. Also an Umsatz. Und jetzt würde ich nämlich schon wieder Sprit bestellen. In 3 Stunden kommt ja nochmal Sprit, deswegen gebe ich jetzt nicht alles an Geld aus. Weil wir waren mal, waren wir schon bei 1,4 oder waren wir bei 1,2 Millionen? 1,2. Wir hatten ja auf jeden Fall viel. Aber dadurch, dass wir jetzt viele Flüge storniert haben und, sind wir natürlich jetzt, ja, wir werden auf jeden Fall groß eingebrochen sein, sehr stark eingebrochen sein. Ich denke mal, wir werden bei maximal 800.000 sein, auch wenn wir heute einige Flüge angenommen haben. Aber ich glaube, wir werden doch gut was ausgegeben haben. Ich gerade überlegen, ob ich nochmal, wie teuer wird die Spritrechnung? 50.000. Das kriegen wir bis dahin noch wieder hin. Und einmal kaufe ich nochmal. Das kostet jetzt 11.000 oder so. Das wird nicht die Welt sein. Dass wir da gut aufgestellt sind, bevor wir ins Minusland gehen. Ja, soviel zum Thema ankommende Flüge. Können wir direkt unsere neuen Rampen nutzen, die 3. Auch wenn die natürlich jetzt noch nicht durchnummeriert sind und so.
müssen jetzt noch 50 Minuten auskommen mit 133.000 Liter Sprit. Das ist ja absolut machbar. Geld haben wir jetzt auch. Nolo wird natürlich noch ein bisschen was abgezogen. Ja, da kommen die Fahrzeuge, da kommt die Ankündigung. Also ich würde tippen, ne, ich tippe, wir haben 700.000 gemacht und, aber wohl, waren wir bei 1,2 oder waren wir bei 1,4? Ich sag 800.000. 800.000 an Umsatz. Fast. Okay. 1,5 Millionen trotzdem. Haben wir für den Bau ausgegeben nur 242.000. Das wundert mich. 324.000 für Fahrzeuge. Das muss ja dann auch der Kauf von Fahrzeugen sein bei der Summe. Personal 110.000, ja, das können wir uns irgendwann auf jeden Fall sparen. Das wird geil, wenn wir uns das sparen können. Darlehen ist jetzt auch so langsam weg oder vielleicht auch jetzt. Gut, ein paar Strafen, weil ich auch manche Flüge nicht gecancelt habe, die nicht erreichbar waren. Das ist okay für die Umbauten. Gut, Bilanz ist natürlich 300.000 im Minus. Aber gut, dass wir dann 1,5 gemacht haben, weil sonst wäre, glaube ich, bei 800.000 wären wir tiefrot jetzt auf jeden Fall. Okay, dann habt ihr jetzt nochmal einen Tagesbericht gesehen. Freitag machen wir dann ja nicht direkt mit den Passagieren weiter, sondern ja, werden uns, glaube ich, erstmal hier oben drum kümmern müssen, dass wir das ein bisschen verschieben. Dann ist natürlich so, dass das halt genau auf Kosten geht von dem, was wir hier unten jetzt gebaut haben. Aber dann ist das leider jetzt hoffentlich nur noch einmal so. Aber damit sollten wir dann, denke ich mal, Freitag fertig werden. Aber selbst wenn wir, dann wird es halt noch Montag. Wir haben ja keinen Zeitstress. Wir wollen es schön haben. Das sieht auf jeden Fall alles schon sehr durchdacht aus. Mir gefällt auch die Idee dahinter. Und ja, wir gucken dann einfach mal, wann es läuft. Aber jetzt haben wir ja hier schon mal zumindest 7 Gates, die voll sind mit Fliegern, wo richtig gearbeitet werden kann. Und darauf kann man ja jetzt schon mal aufbauen. Ja, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns am Freitag wieder und dann gucken wir mal, was wir denn in dieser Folge dann am Freitag alles so schaffen. Ich sag mal, bis dahin, macht's gut. Ciao.